Als das Coronavirus Anfang des letzten Jahres Deutschland erreichte, war noch nicht absehbar, wie schlimm die Krankheit auch uns treffen würde. Seitdem sind mehr als 4 Millionen Menschen an dem Virus erkrankt und über 90.000 daran gestorben. Zahlen, die für enormes Leid und tiefe Trauer stehen. Hinzu kommt, dass viele Bürgerinnen und Bürger auch nach einer Infektion noch an Spätfolgen leiden, die ihren Alltag erschweren und die Lebensqualität mindern. Noch vor einem Jahr haben wir uns alle nach einem Ausweg aus der Pandemie gesehnt, einem Impfstoff, der uns schützt. Und heute können wir genau diesen Ausweg anbieten. Eine Impfung mit sicheren und wirksamen Impfstoffen. Es ist großartig, dass inzwischen mehr als 55 Millionen Menschen in Deutschland dieses Angebot angenommen haben und über 50 Millionen davon sogar vollständig geimpft sind. Das ist ein Riesenerfolg und ich danke allen, die an der Entwicklung der Impfstoffe, der Zulassung, der Verteilung und der Impfung selbst beteiligt waren. Die Infektionszahlen und auch die Zahl der Covid-19-Erkrankten sind in den letzten Wochen leider wieder gestiegen. Und von denjenigen, die im Krankenhaus oder auf der Intensivstation behandelt werden müssen, sind die allermeisten ungeimpft. Um gut durch Herbst und Winter zu kommen und um das Virus dann auch dauerhaft unter Kontrolle zu bekommen, müssen wir daher noch mehr Menschen überzeugen, sich impfen zu lassen. Deshalb ist die kommende Woche deutschlandweit eine Impfaktionswoche. Im ganzen Land werden die Ärmel hochgekrempelt, bei freiwilligen Feuerwehren, in der Straßenbahn, am Fußballfeld des Sportvereins, in Moscheen. Nie war es einfacher, eine Impfung zu bekommen. Nie ging es schneller. Überall da, wo Sie den Hinweis sehen, hier wird geimpft, können Sie sich ohne Termin und kostenfrei impfen lassen. Auf einer Website des Gesundheitsministeriums gibt es Informationen dazu, wie Impfaktionen organisiert werden können. Es ist einfacher, als man denkt. Und hier können Interessierte auch nachschauen, wo es in ihrer Nähe ein Impfangebot gibt. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, nur 1,5 Jahre, nachdem das Coronavirus erstmals in Deutschland auftauchte, ist heute ausreichend zuverlässiger und wirksamer Impfstoff vorhanden. Hausärzte und mobile Impfteams stehen bereit, damit Sie Ihren Schutz gegen die Krankheit bekommen. Ich bitte Sie daher, schützen Sie sich selbst und andere. Lassen Sie sich impfen. Jetzt!